Klein, aber oho, das ist die Familie Watt. Sie nutzen täglich viele elektrische Geräte. Das tun wir ja alle. Aber was macht man mit diesen Geräten und Akkus, wenn sie kaputt gehen oder Batterien leer werden? Einfach in den Restmüll damit? Sicher nicht. Denn so können giftige Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Außerdem stecken auch viele wertvolle Rohstoffe in so einem kaputten Gerät, die verwertet oder wiederverwendet werden können. Deshalb sammeln die Watts alle kaputten Geräte in einer Schachtel. Defekte Akkus und leere Batterien legen sie zur Sicherheit in eine Extrabox. Bei Lithium-Akkus sind sie besonders vorsichtig. Sind blanke Kontakte sichtbar, kleben sie diese mit Isolierband ab. Beschädigte Geräte müssen nicht immer gleich weggeworfen werden. Oft kann man sie ganz einfach reparieren und danach weiterverwenden. Das spart Geld und schont die Umwelt. Wenn die Schachtel und die Box voll sind, bringen die Watts sie zu einer Sammelstelle. Dort können sie kostenlos abgegeben werden. In Österreich gibt es rund 2000 kommunale Sammelstellen. Sicher ist auch eine in deiner Nähe. Akkus und Batterien können auch in den Batteriesammelboxen im Supermarkt zurückgegeben werden. Merk dir, egal wie klein das Elektrogerät, die Batterie oder der Akku ist, nicht in den Restmüll, sondern ab zur Sammelstelle damit. Mach's wie die Watts! Weitere Infos findest du auf elektro-ad.at.